Na, wenn ich ab 16, dann ab 49. Hä? Was? Warte mal kurz, ich schau mal wirklich. Ich meine, jetzt ist es dann eh schon 10, jetzt passt sie, aber vielleicht fürs nächste Mal. Deadly Premonition 2 USK! Auf Amazon steht ab 18. Hey, warum sollte das Spiel ab 18 sein? Das ist lächerlich. Aber es ist, glaube ich, wirklich ab 18. Kann das wirklich sein? Ach, das finde ich aber schon ziemlich affig. Vielleicht wirklich. Ja, hier steht's auch. Mediamarkt. Ha! Das finde ich aber sehr weird. Also wenn da nicht noch was kommt, was das rechtfertigt, würde ich echt sagen Bullshit. Aber gut. Ja, natürlich. Der Hase hat eine Brille. Weil warum nicht? Achso, wir haben schon geschlafen, ne? Dann gehen wir essen. Also das finde ich bis jetzt schon echt lächerlich, wenn die USK dem Spiel tatsächlich eine 18er Freigabe gegeben hat. Und so sieht's aus. Das hätte ich nie für möglich gehalten. So ein Quatsch. That's what I'm talking about. Ja, tatsächlich eine USK 18. You can't get so make sure. Sag's, ich weiß nicht, da würde mich echt die Begründung interessieren. Da würde mich wirklich die Begründung interessieren. Weil jetzt mal ehrlich, eine zerstückelte Leiche kann nicht der Grund sein, warum man das Spiel ab 18 macht. Alkoholkonsum eher auch nicht. Sexuelle Themen sind in Deutschland eigentlich nie ein Problem. Warum? Komisch. USK ist manchmal schon echt Punkt, 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 ja. Ich finde, also das finde ich jetzt schon sehr fragwürdig, die Entscheidung. Das ist schon echt komisch. Können wir von Glück reden, dass es nicht geschnitten ist oder so. Also wirklich, wie in den 90ern. So, jetzt passt mal auf. Jetzt machen wir die nächste Hauptquest, würde ich sagen. Jetzt haben wir ja lang genug rumgeblödelt. Ich habe jetzt so nebenquestmäßig fast alles erledigt, was ich jetzt noch unbedingt... Oder indiziert, genau, was ich unbedingt erledigen wollte. Weil den einarmigen Kerl, mir fällt sein Name nicht ein, den finde ich einfach nicht. Ich weiß nicht, wo der ist. Mein Finger, ja, ist immer noch mit Pflaster überpflastert, aber sonst geht's ihm gut. Da ist es wirklich ein tiefer Schnitt gewesen. Also ist es immer noch. Aber ist schon ganz gut verheilt. Aber ich hasse das, wenn so Haut, ne, wenn man so hängen bleibt mit so Haut. Das finde ich eklig. Deswegen habe ich noch ein Pflaster oben. Nicht, weil es noch blutet oder so. Peggy 16, ja genau, habe ich auch gesehen. Das finde ich schon vernünftiger. Die haben Fallout 3 versaut, die USK. Ja, die Zeiten sind zum Glück echt vorbei. Also das war wirklich schlimm in den 90ern, 2000ern. Da war die USK echt ein bisschen bekloppt. Aber mittlerweile sind die eigentlich in vielerlei Hinsicht echt ganz vernünftig geworden, finde ich. Normalerweise finde ich die Freigaben von denen relativ sinnvoll mittlerweile. Und das passt schon. Und das stört ja auch niemanden. Aber in dem Fall finde ich es einfach echt seltsam. Wirklich echt seltsam. Ich meine, guckt euch das Spiel an. Naja. Das fand ich super cool. Ich glaube, das erzähle ich wahrscheinlich jedes Mal wieder, wenn es um so geschnitten und indiziert geht. Aber das fand ich wirklich cool bei No More Heroes. Die haben das da echt cool gemacht mit dem Schneiden. Die haben dann nicht nur irgendwie Blut rausgenommen, sondern haben den ganzen Stil des Spiels angepasst. Die haben wirklich im Grunde eine zweite Version gemacht, die trotzdem super stylisch und super cool war. Weil in Deadly Premonition war ja schon wichtig, dass quasi Blutfontänen spritzen wie blöd. Das war so Teil des Stils auch von dem Spiel. Und das war halt im Deutschen nicht möglich. Und die haben dann stattdessen quasi...
Anstatt dass die Gegner in Blutfontänen zerplatzen, haben die Asche draus gemacht. Die Gegner sind quasi zu Asche geworden und man hat Asche rumgehauen und so weiter und so fort. Und das sah auch cool aus. Das hatte seinen eigenen Stil, eben wie gesagt, ganz anders, aber auch cool. Und sogar in den Cutscenes kommt in der englischen Version dann quasi in einer Cutscene so ein Kerl mit einem Flammenwerfer, um die ganzen blutigen Körper zu verbrennen. Und in der deutschen Version kommt er mit dem Staubsauger und saugt die ganze Asche weg. Und das fand ich echt super cool, dass die das wirklich so schön angepasst haben. Hat mir gefallen. Ich habe gerade die Wyvern-Frau hier reinkommen sehen, aber jetzt ist sie weg. Jetzt muss ich mal nochmal schnell eine Stunde pennen, weil ich denke, also ich habe mal ein, mit einem anderen Savegame konnte ich nämlich eine Quest von dem Hoteljungen bekommen. Aber jetzt kriege ich die nicht und die standen sich gegenüber quasi. Ich weiß nicht mehr, wie ich es, ist egal. Mal schauen, ob die jetzt da unten stehen, die beiden, und ob wir eine Quest kriegen. Ja, ich bin auch immer. Ich habe ja Passau, wo ich geboren bin, wo ich lang gelebt habe, ist ja direkt an der Grenze zu Österreich. Ich habe mir auch immer alles in Österreich gekauft. Wir hatten in Passau einen Libro, den gibt es jetzt nicht mehr, aber das ist ja eine österreichische Filiale, glaube ich. Eigentlich so ein Schreibwarenladen, aber die hatten auch Spiele und die hatten immer, für ein paar Tage zumindest, die indizierten und ungeschnittenen Spiele im Regal stehen. Immer. Zuverlässig wie sonst noch was. Da habe ich auch immer sehr viel bekommen. Da habe ich mir GoldenEye, habe ich da drin gekriegt zum Beispiel. Ganz viel. Ganz viel. Hey there, so war das damals. So gut wie sie aussehen, Monsieur, müssen die Frauen bei Ihnen ja richtig beliebt sein. Wie kommen Sie denn da plötzlich drauf? Naja, ist ein bisschen peinlich in meinem Alter, aber ich glaube, ich habe mich verliebt. Das muss Ihnen gar nicht peinlich sein. Liebe ist in jedem Alter eine freudige Sache. Und wer ist die Auserwählte? Verstehe, Speedy also. So sieht's aus, Monsieur. Kann ich dabei irgendwie helfen? Fahren Sie einfach so oft Sie können mit Ihrem Fahrservice. Sie wissen schon, Wyvern. Von diesem Fahrdienstschalter aus oder von der Haltestelle in der Stadt aus. Und was bringt das Ihnen? Gar nichts. Da haben Sie mich wohl falsch verstanden. Ich möchte nur, dass Ihr Business gut läuft. Und mehr wollen Sie nicht? Nein, Monsieur. Wirklich? Wirklich, Monsieur. Nicht mal ein kleines bisschen? Nicht mal das, Monsieur. Für Sie bleibt also alles beim Alten? Und damit sind Sie zufrieden? Ja, vollends. Die Liebe macht Frauen schöner und Männer geduldiger, Zack. Dieser hier scheint mit seiner Geduld allerdings bald am Ende angelangt. Wirklich? So wirkt er auf mich nicht. Aber okay. Ist ja auch ein seltsames Sprichwort insofern. Was soll's. Dann will ich Ihrem Liebesleben mal auf die Sprünge helfen. Haben Sie vielen Dank, Monsieur. Und wenn Sie ausgiebig mit Wyvern gefahren sind, mit Wyvern, ich sage immer Wyvern, warum? Mit Wyvern gefahren sind, sagen Sie Bescheid. Dann hätte ich eine Kleinigkeit für Sie, so als Zeichen meiner Dankbarkeit. Die Quest, nach der habe ich gesucht. Und da frage ich mich, wenn der Hotelboy eine Quest hat, warum haben die anderen beiden keine Quest? Der Koch und da. Aber gut, okay. Jetzt haben wir erstmal die und müssen jetzt ganz oft Wyvern fahren. Wyvern, meine ich. Oh. Nee, ich wohne jetzt nicht mehr. Ich wohne ziemlich weit weg jetzt von Passau. Du musst das wissen, weil du gerne mein Haus mit Eiern und Speck beschmieren würdest. Ja. Nee, das ist jetzt ein ganzes Stück entfernt. Das ist jetzt so an der Grenze, an der nördlichen Grenze Bayern, so ein kleines Kaff. Und Passau ist ja ganz unten.
Gute Nacht, Clodo. Mach's gut. Was hört sich nicht verkehrt an? Was habe ich denn gesagt? Jetzt kommt der nächste. Jetzt kommt der dritte Kater. Also der zweite Kater und die dritte Katze. Jetzt waren alle mal hier. Aber der ist hinter dem Bildschirm. Den kann ich euch nicht zeigen. Also die Zelda konnte ich euch auch nicht zeigen. Hätte ich können doch. Okay. Ist das die richtige Brücke? Ich glaube nicht. Aber ist egal. Fahren wir den Fluss entlang. Da müssen wir jetzt sehr oft Wyvern fahren. Das verstehe ich nicht, was sich da falsch anhört dran. Also ich verstehe schon, dass das wahrscheinlich irgendwie anzüglich klingt oder so, aber ich check's nicht. Da müssen wir jetzt sehr oft Wyvern fahren. Was heißt Wyvern? Das ist ein Drache. So ein kleiner Drache ist ein Wyvern. Ich kenne keine andere Bedeutung von dem Wort. Did you notice it yet? The streets in New Orleans were a mess. All busted up and undergoing maintenance. The city was built on a swamp, so the ground is soft. All it takes is some heavy rain to cave it. Wie oft müssen wir eigentlich Wyvern fahren? 30 Mal und einmal haben wir besiegt. Da habe ich mich immer gefragt, bei dem Dialog, den ich gerade abgebrochen habe, habe ich mich immer gefragt, ob man da, wahrscheinlich interpretiere ich zu viel rein, aber der erste Teil, na, die Frau heißt doch so, oder nicht? Ach so, nee, die Frau heißt irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie die heißt, aber ihr Unternehmen, das sie gegründet hat, heißt Wyvern, nicht sie. Dann würde ich es eher verstehen. Ja, okay. Jetzt weiß ich, was du meintest. Was wollte ich sagen? Ach so, genau. Weil der erste Teil von Deadly Premonition ist ja ziemlich gefloppt. Und ist am selben Tag wie Heavy Rain damals erschienen. Und wenn jetzt Francis York Morgan irgendwas von Straßen erzählt, die einbrechen, nur wegen ein bisschen Heavy Rain. Er sagt so, a little Heavy Rain was enough to... weiß ich nicht, Wash It All Away oder sowas in der Art. Und da frage ich mich, ob das ein Kommentar sein soll vom Spielentwickler, so von wegen, hätte ich es damals nur nicht am gleichen Tag wie Heavy Rain veröffentlicht. Wer weiß, wahrscheinlich interpretiere ich zu viel rein. Aber wer weiß. Also der ist erst, wie viele so Kultklassiker, ist der erst ziemlich gefloppt und dann aber lange relativ gut gelaufen. Oder was heißt gut, aber über Jahre hinweg quasi stabil gelaufen und wurde so dann doch noch relativ erfolgreich. Hey, wanna talk about bridges? Why? I've become obsessed with bridges, Zach. And there's no... Ja, und auch da interpretiere ich viel zu viel rein. Weil wenn er sagt, wanna talk about bridges? I'm obsessed with bridges now. Denke ich natürlich sofort an Death Stranding. Und denke mir, vielleicht ist es eine Anspielung auf Death Stranding. Weil da heißt doch das Unternehmen, für das man arbeitet, Bridges. Und er sagt, er ist jetzt besessen von Bridges. Aber auch da interpretiere ich nur wieder zu viel rein. Aber in dem Spiel gibt es halt so viel, wo wirklich so viel Bedeutung drinsteckt, dass ich jetzt überall Bedeutung reinlese, wo wahrscheinlich gar keine steckt. So, Hauptquestzeit. Ich würde Swery zutrauen. Ja, eben, ich würde es ihm auch zutrauen. Eben, keine Ahnung. Die Bridges-Assoziation kam ja auch gerade. Ja, genau. Das habe ich mitbekommen. Die Merlin hat mir das erzählt, dass anscheinend Game One auch das Spiel mal ordentlich gepusht haben. Finde ich gut, weil
das hat mehr Aufmerksamkeit verdient. Es ist halt wirklich ein Spiel, also der erste Teil genau wie der zweite. Ich kann verstehen, wenn man nichts damit anfangen kann, aber wenn einem der Stil gefällt, dann ist es halt schon was sehr Besonderes und sehr Cooles, was wirklich mir sehr am Herzen liegt und vielen anderen eben auch. Eine Nische natürlich, aber für diese Nische ist es einfach ein Goldstück. Deswegen sollten das so viele Leute wie möglich kennen, weil ganz viele Leute wissen gar nicht, was sie verpassen. Und ganz viele wollen es verpassen. Und das ist auch okay. Ist halt nicht für jeden was. So this used to be the control device for the drawbridge. But it looks like its insides have been replaced with something else. Oh yeah. I remember Daddy telling me about this. This drawbridge hasn't been used for decades now. So the control room doesn't work, and the power's been disconnected. A password that requires three letters? Ein Passwort mit drei Buchstaben. Looks that way. What's this then? There's an H on the top, bottom, and left sides of the leftmost panel. Das ist ein Molekül. Das ist ein Molekül. Patty, trial and error won't get us anywhere. There are 26 letters in the alphabet, which makes for 17,576 different combinations if we use three of them. Let's try something more efficient. I know that. I was just fiddling with it. So, what do you want to try, Agent York? Just leave this to Zach and I. Okay. Zach, this password may look complicated at first glance, but you needn't worry. This is a chemical formula, a challenge from Professor R. Ganz the genau. H that's tattooed all over the leftmost panel stands for hydrogen. In other words, the leftmost panel represents the molecule you get when three hydrogen atoms merge. All we need to do is figure out which chemicals go in the remaining panel. Try reviewing what we know. We spoke to the 17 comrades who saw the birth of New Orleans. Filled the holy Allah, then found the giant lady's finger pointing toward the entrance to the forbidden. After we met the 17 comrades, we encountered that ominous red tree. There was sap dripping out from the red tree's trunk, wasn't there? That must have been a metaphor for wood vinegar. Then, in order to fill the holy Allah, we went to the reservoir. The water tower represents a distillator, and the water represents coolant. Wood vinegar, distillator, and water, Zach. Figured it out yet? The chemical formula is CH3OH, methanol. It's got to be COH, starting from the left in that order. Methanol is highly flammable and used as the base ingredient in formaldehyde. This has Professor R's name written all over it. That oracle really sent us on a roundabout mission this time. It almost feels like we're playing a video game here. Talk about stupid. Gute Nacht, Bloodbrain Checkers. Mach's gut. That must be the entrance to the forbidden, Zach. Wenn du willst, kannst du die Playlist gerne auf Discord schreiben. Merlin und ich hören auch immer noch die ganzen alten Domian-Folgen immer wieder mal, so nebenbei nachts oder so. Immer wieder cool. Und immer wenn ich denke, ich habe schon alle Gespräche gehört, kommt doch wieder irgendeine uralte Folge irgendwoher über die verschiedenen
nicht wirklich offiziellen Podcast-Verteiler und YouTube-Videos und die ganzen Quellen, die es so gibt, die ich, glaube ich, dann doch wieder noch nie gehört habe. Weil der hat halt einfach über wie viel, 30 Jahre hinweg, fast jede Nacht eine Sendung gemacht. Das ist schon echt unglaublich. Manche Themen sind auch hart, manche Sachen will ich gar nicht so hören. So krasse Gewalttaten und so Vergewaltigungsgeschichten, das kann ich mir nicht anhören. Das begleitet mich oft tagelang, da bin ich zu sensibel dafür. Aber viele Sachen sind auch interessant oder witzig oder skurril und das ist schon irgendwie nett. Okay. Wenn ich das in einem Film oder in einem Spiel sehe, ist das eine Sache, aber das sind halt reale Geschichten, die da erzählt werden und das geht mir dann teilweise zu nahe. Von 94 bis 16, also 22 Jahre, ja genau, und sagen wir, das sind Wochen mal 50 mal, gab es jeden Tag eine Sendung? Jeden Wochentag, ne? Viel! Smarty Pants Scientist said no. Mm. Na gut, Sommerpausen gab's, stimmt. Stimmt, und jetzt gibt's ja Domian Live. Und das finde ich echt witzig. Also ich meine, ist doof gelaufen, aber es ist schon lustig, dass er nach der längeren Pause jetzt quasi mit einer neuen Sendung wiederkommt, wo er jetzt nicht mehr mit Leuten telefoniert, sondern live mit denen redet. Im Grunde das gleiche Format wie früher, nur dass die Gäste jetzt live zu ihm in ein Studio kommen, die sitzen sich gegenüber und unterhalten sich. Und da gab's ungefähr 2 oder 3 Folgen und dann kam Corona und jetzt sitzt er wieder im Studio und es rufen wieder Leute an in seiner neuen Sendung. Und es ist wieder wie früher. Das ist lustig. Naja. Avery Smith. Drawbridge don't work no more. The machine's junk. Yup. You're right, Avery. But don't worry. I got permission to touch it. Hallo, Bubitanium. Wie geht's? Permission? Agent York, you got permission? That's right. Permission from the President of the United States. The President? Oh, he's a smarty pants. Okay. I didn't see nothing. Yup. Das ist aus heutiger Sicht. Aus heutiger Sicht schon fast lustig, aber 2005 wäre es wahrscheinlich noch wahr gewesen, die Aussage, dass der President of the United States Smarty Pants ist. Und heute ist es eher ironisch, wenn man das so hört. Hey Agent York, are you really going in there? Yes. I have to, for the sake of the investigation. Das ist Deadly Premonition 2 und man löst dort einen Mordfall im Endeffekt. Oder verschiedene skurrile Fälle, die ineinander verwoben sind und sich alle um einen Mord drehen im Endeffekt. I'm getting kinda scared. Im Grunde ist das so ein, ich würde sagen, im Kern ein Action-Adventure mit Survival-Horror-Passagen. Und skateboarding. That's a rare word to hear coming from your mouth, Patty. I don't see much in there aside from some overgrown weeds, do you? No, that's not it. I'm not scared of the weeds. I'm scared of what you'll find, Agent York. Uh-oh, jetzt wird's mysteriös. You don't need to worry, Patty. You're my precious assistant, remember? I promise I'll protect you, no matter what happens. Gehen Sie durch die nun offene Tür. Jetzt bin ich gespannt, was wir da unten finden. Das war ja gerade schon eine Deadly Premonition von ihr. Also schauen wir mal. Also wir finden jetzt nichts Besonderes da unten. Dann war es keine Vorahnung, sondern Quatsch. Patty, the truth is, when I first saw Okra Boy, I remembered something horrific. The most evil monster I've ever seen, in fact. A monster? Oh yes, a demon incarnate,
who plunged New York City into mortal fear. The Stay Puffed Marshmallow Man. Marshmallow? Ghostbusters, 1984, directed by Ivan Reitman. Now that's a film that was filled to the brim with bona fide horror. A true masterpiece that boasted an honest depiction of just how frightening a real ghost would be. Even if you watched it now, I'm sure it would still chill you to the bone. First night I watched it, I was too afraid to go to the bathroom alone. So I made Zach come with me. Uh-oh, eingesperrt. Zu lange über Ghostbusters geredet. Folgen Sie dem Pfad, na dann.